So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und gestern war ich auch geschockt, als ich abends bemerkt habe, ich habe was vergessen. Es war Dienstag und eigentlich, obwohl ein Pokémon-Video kam und ein Pokémon-Stream, habe ich vergessen, abends noch ein normales Video zu releasen. Es sind ja immer noch zwei Videos mit Hannes da. Als Hannes zu Besuch war, haben wir reichlich gefilmt. Zwei Videos hatte ich noch, die wollte ich noch releasen. Eigentlich Dienstag und Mittwoch. Mal gucken, ob ich heute Abend dran denke. Gestern Abend musste ich dann ab 20 Uhr irgendwas beim NHR-Battle auch noch streamen. Vielleicht ging das deswegen ein bisschen unter, ein bisschen Stress, ein bisschen zu viel von einem Stream zum nächsten hin und her. Zwischendurch einen Salat gefressen, Weißkraut, ihr wisst, wie das ist. Esst ihr auch Weißkrautsalat? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt fangen wir an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Aras. Endlich ein 100% Mautzinger aus Stuttgart, 6.4. 1704 WP, 100% Mautzinger. Auf jeden Fall richtig coole Sache. Kannst du ja eigentlich nur aus Eiern brüten. Habt ihr auch ein 100% Mautzinger? Ich glaub's nicht. Sieht aber trotzdem richtig genial aus mit diesem Wikinger-Helm. Ne? Dann beschweren sich die Leute noch über die Eier. Da ist doch trotzdem mal was richtig Heftiges drin. Skandalparra. Wenn schon kein Shiny-Glück, dann wenigstens Eschö-Bild. Eschö-Bild sehen wir hier. Da seht ihr den Superball mit einem Regenbogen im Hintergrund. Ist das nicht herrlich? Jojo beschenkt uns hier, mit einem shiny Wampel. Dann habe ich auf PayPal eine Donation erhalten. Wollte ich mal vorlesen, weil die PayPal-Leute gehen irgendwie immer unter. Die werden ja im Stream nicht angezeigt. Hey, ich schaue gerne deine Beiträge auf YouTube. Selbst die Nicht-Pogo sehe ich mir mittlerweile an. Meistens erst nachts, da ich zu deinen Streamzeiten am Arbeiten bin. Huch, falsche Richtung. Wolltet ihr trotzdem mal eine Aufmerksamkeit dalassen, da du mich gut unterhältst. Liebe Grüße, Prinz. Und Prinz ist ja auch in meiner Liste, zusammen mit Prinzessin. Wer hätte es gedacht? Die haben auch letztens öfters mal eingeladen. Freue ich mich seitdem jedes Mal, wenn ich sehe, Prinz, jetzt habe ich irgendwo einen Bezug dazu. Ja? Dann Kate Joker hier, Glibungel, Uff, Arbeit, ne? Also Uff, Arbeit. Nicht Uff, Arbeit, sondern Uff, Arbeit. Der kriegt ja immer die Shinies auf Arbeit, deswegen wollen immer alle da arbeiten, wo er arbeitet. Shiny Glibungel mitgenommen, dann ebenfalls hier ein Kickli in Shiny, saugeil. Wir sehen einen Shiny Nocturne, aber beim Vorbelastet. Hab auch gerade einen von den grünen Boxern bekommen, hahaha. Ha, ha. Dann ein Bild von Taubsi2Go. Wir sind in Zara wohl nicht mehr willkommen, da seht ihr die Polizei von Zaragoza, die wohl ein Pikachu gerade festnimmt. Jetzt wisst ihr, warum die Pokestops da verschwinden, warum die Arenen da verschwinden, warum immer mehr Spieler dort flüchten müssen. Die Polizei in Zaragoza greift hart durch. Jojo hier noch mit einem Shiny Nidoran. Dann habe ich einen Agumon gefangen in Shiny. Sieht das nicht gut aus? Ist natürlich... Kennt ihr Digimon? Müsst ihr nicht kennen. Egal. Machen wir einfach weiter. Ist sonst eigentlich orange. Jetzt in Shiny hier ist es blau. Sieht irgendwie lustig aus. Wenn ihr mal so ein Crossover-Event bringt, dann blickt keiner mehr durch und alle drehen durch. Dann, das habe ich nicht vergessen auszusortieren, das wollte ich trotzdem mal mit reinbringen. Rest in Peace an die Minikatze, ist ja nicht mehr da. Musste ich wieder abgeben, wie Damen schlafen. Die saß da in ihrem kleinen süßen Stoffsessel, eingemummelt, hat gepennt. Ne? Und dann hat der Adi gedacht, was die kann, kann ich auch. Und hat sich halt auf meinen Rucksack gelegt, also... Die kleine Katze hat so ein Riesenkissen und kuschelt sich da rein, alle super und der Adi. Er guckt sogar noch hin in die Richtung so. Richtig provokant, legt sich auf den Rucksack, sieht halt nicht so bequem aus, aber trotzdem. Hat jetzt nichts mit Pokémon zu tun, aber man sieht, der Adi ist genauso dick wie ich, wie Kerle schlafen. Falscher Account, Horst of Death, hat ein 100% Demeteros mitgenommen. Und ich muss sagen, mir kommt es schon wieder richtig heftig vor, wie viele Leute hier 100% Demeteros mitnehmen. 2241, normal, 2801, der wieder geboostete Wert. Heike hier mit einem Shiny Boing, endlich mal eins, das ich noch nicht hatte. Kate Joker, jeden Tag eins oder was. Noch ein Shiny Skoppel gegönnt, Skandalparra. Oh, auch ein seltener Gast, ein Stolos. Habt ihr auch schon mal ein wildes Stolos gefangen?
Die einen fangen die jeden Tag, die anderen haben noch nie eins gesehen, haben noch nicht mal eins entwickelt. Finde ich auf jeden Fall cool, wenn da immer so ein Brocken rumsitzt, ne? Bobserob, ein Shiny und Ratütox ist halt jetzt nicht so farbenprächtig, sage ich mal. Ich habe gestern auch mein erstes Shiny und Ratütox bekommen. Wurde ja vielleicht einigen angezeigt. Aber ich habe ja vorher schon meine Meinung zu dem Shiny kundgetan. Kjoker, 100% Wattzapf, 20.04. auch sehr cool natürlich. Ist das nicht ein schönes Pokémon? Vorbelastet, Shiny, Slimer. Wenn schon bei der Rampenlichtstunde nicht klappt, dann danach. Und irgendwie ging das auch vielen so, dass sie in der Rampenlichtstunde nichts bekommen haben. Und danach plötzlich, ach, Slimer, Slimer, Slimer. Ich habe während der Rampenlichtstunde, wer gestern geguckt hat, ein Shiny Slimer geklickert, ja. Obwohl ich die ja eh schon voll hatte, die Familie. Thomas Rote zeigt uns hier nochmal, wie das funktioniert. Denn wir haben uns erst ein Video von Girafarig angeguckt, wo es hieß, dass ihr bei dem Tagesbonus bis zu 2 Herzen verdienen könnt. Ich habe auch gesagt, mir ist das aber schon mal untergekommen, dass Leute 3 Herzen verdient haben und es also möglich ist, 3 Herzen zu bekommen. Thomas hat mir dann einen Screenshot zugeschickt. Wir hatten es gestern noch drüber mit den 3 Herzen. Ihr seht also, so kann das aussehen, wenn ihr wirklich alles komplett voll habt. Und dann wechseln und dann bei dem nächsten auch wieder. Und so dauert 12 Tage, bis ihr dann Best Buddy seid. Leon Petzold hat sich hier auch ein Vitora gegönnt. Sein bestes 98er bisher so. Ist halt jetzt nichts Besonderes. Doch, ein 100er wäre krass. So fängt das Event doch bestens an. Fehlt ein schillerndes Togepi noch. Ein Shiny Sonnenkerner, das ich auch noch gegönnt. Chevy Art, Glitzer Glitzer mit einem Shiny Elekid. Get Lucky hier, ein 100% Glückshypno getradet mit 14,93. Auch sehr nice. Sören, ja moin, auf den anderen beiden Accounts ist es allerdings ein männliches Nidoran. Wie kann das sein? Er hat ja also ein weibliches 100er. Wenn ihr mal so guckt, die weibliche Familie fertig. Ihr habt alle 3 und ihr habt ein männliches Erlöstes auch noch dabei. Sören ebenfalls noch mit einem 100er Mediti. Das war noch einer heute am Sonntag. Leider kein Shiny, aber 100er. Nimmt man natürlich auch mit. Ebenfalls Sören. Als dieser Kontrolleur einstieg, hat sich sogar der Busfahrer ein Ticket gekauft. Der erinnert mich irgendwie an Joe von Berlin Tag und Nacht, aber irgendwie auch nicht, weil der einen schrumpeligeren Kopf hat. Aber das... Sogar der Busfahrer hat sich ein Ticket gekauft. Frühling, endlich wieder draußen frühstücken. Ja, warum nicht, ne? Und, ja, das sieht man jetzt hier wieder nicht so, diese 2 Herren aus aus Island und Neuseeland haben das größte Sandwich aller Zeiten gemacht. Versteht ihr? Der eine hat eine Scheibe Toast auf den Boden gelegt, hier, und der andere am anderen Ende der Welt, hier. Das ist also zwischen den Toastscheiben ist im Prinzip die Welt. Sieht man unten verdeutlicht für dumme Menschen wie mich, der das nicht gerafft hat. Celebi Fame, oha. Pokémon Go geöffnet und das im Garten gefunden. Da saß ein wildes Dragoran mit 2600 WP und es war sogar ein 100%iges. Eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein. Das ist auf jeden Fall heftig. So spontan, einfach nur ohne Map, ohne irgendwas, denke ich mal, einfach aufgemacht durch Zufall. 100% wildes Dragoran. Sir Ups hier, Shiny Nidoran mitgenommen. Plus 100% Gewaier, Shiny Sengo, Selal, Konfuzius sagt, was du suchst, ist bereits in dir. Das trifft auf vieles zu, hier aber erst recht, ne? Das seht ihr den Ramses wieder mal am Kühlschrank. Der Kühlschrank ist leer, weil er hat schon alles gegessen, also trifft auf jeden Fall zu. Sehr schönes Bild. Selal ebenfalls mit einem Shiny Vulpix. Noch einen Monat Quarantäne und der Nachbar beendet seinen Zaun. Ihr seht, sieht schon gut aus, ne? So ein grüner Zaun aus Glas. Heineken. Fehlt aber noch eine Schicht wahrscheinlich und dann geht's ab. Noch einen Monat, dann ist der Zaun fertig. Falls du dich heute unproduktiv fühlst, denk dran, Relaxo hat 18 Jahre gebraucht, um aufzustehen. Auch von Celal, ihr seht 1996, wie das immer weiterging, bis dann 2014, er steht auf beiden Beinen. Ich sag, Shiny Anton, das Magma habe ich rausgelassen wegen C-Day Pokémon. Nicht wundern,
andere Magmas und Electex habe ich auch rausgelassen. Burkhardt hier mit einem 100% Vipitis. Burkhardt und noch eins. Beide zu Hause gefangen, 100% Rosana. Chefe 24 mit einem wettergeboosteten Demeteros, 100%, schon das zweite in der Sendung. Chefe mit einem 100% Galaponita, also dieses kleine süße Einhornpferd, auch aus einem Ei gebrütet natürlich. Also man konnte die damals raiden und jetzt brüten. Deswegen finde ich, ist selten als ein 100er, kann man ja nicht wild fangen. Heiko hier mit einem Shiny Kikli, Shiny Nidoran, Shiny Nidoran, Shiny Eier, nein, 14.881 Eier. Ihr könnt ja mal reinschreiben, bei wie vielen Eiern ihr seid. Ich weiß gar nicht, der hat das, glaube ich, geschickt, weil ich beim letzten Mal eine Zahl hatte und hatte die gezeigt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was letztens drin war. Ich weiß nicht, wie viel ich habe, ich weiß nicht, wie viel ihr habt. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, wie viele Eier ihr habt. Er ist bei 14.881. Jennifer hier mit einem 100% Igamaro, nimmt man auch mit. Robert, 100er, Halbzeit. Hier seht ihr mal, der hat ein paar Leute abfotografiert. Also bei dieser Statistik, wer viel Raids gemacht hat, wo ich gesagt habe, fände ich ja cool, wenn so eine Anzeige dauerhaft im Spiel wäre und sich das wöchentlich zurücksetzt, dass man immer sieht, zum Beispiel Montag, wenn die Belohnungen ausgeteilt werden, 9 Uhr, wird ja die Wochenbelohnung ausgeteilt, die Kilometer werden zurückgesetzt und da könnte auch im Prinzip so eine Raid-Statistik zurückgesetzt werden und man kann dann immer die Woche über verfolgen, wer in seiner Liste ist richtig krass aktiv, wer in seiner Liste macht viele Raids, wer ist der Heftigste, wer ist auf Platz 1, ist das immer dasselbe, kommt mal ein anderer vor. Und bei ihm ist auch lustig, er hat halt einfach Brandon Tan bei sich in der Liste. Hat ja auch in der letzten Folge mal gezeigt, einen Raid mit ihm gemacht gehabt, war da drin, hat eine Freundschaftsanfrage gehabt und alles. Also richtig coole Sache, aber Brandon Tan mit 423 nur auf Platz 3. Das sah zum Ende vielleicht noch anders aus, ich weiß es nicht. Hier aber 529 Raids auf dem ersten Platz. Crew, Crew, Crew. Ja, da weiß ich ganz genau, wer das ist. Sarina Matzekin. Habe lediglich 75 Raids dafür machen müssen, um auch den Tiger in 100 zu bekommen. Sie hat also das Demeteros in Inkarnationsform als 100er und jetzt eben auch sogar mit Wetterboost. Der andere ist auch mit Wetterboost. Auch die Tiergeistform als 100er. Beide als 100er. Wer hat das schon? Gibt es noch einen, der das als 100er hat? Beide zusammen. Wenn man eins als 100er hat, okay. Zwei als 100er. Ist schon krass, finde ich. Schocker der Woche. Nein, immer noch nicht. Egal. Dann Dodge City. Nach 1129 Checks mein erstes. Das war eine schwere Geburt. Ja, kann man so sagen. Habt ihr Makuhita? War das bei euch auch so schwer? Irgendwie ist es eine sehr gute Sache eigentlich, wenn man die Zahl dran schreibt, wie viele man gesehen hat, bis man das Shiny bekommt. Obwohl das ja auch irreführend ist, weil Makuhita gibt es 10 Jahre lang im Spiel. Ihr könnt 10 Jahre lang Makuhita fangen, es kann aber nur nicht Shiny sein. Dann wird es als Shiny eingeführt. Ihr macht vielleicht 30 Klicks. Aber ihr habt ja dann diese Gesamtzahl von 1130 drauf. Und sagt, oh, so lange hat es jetzt gedauert. Dabei ist es, man müsste das ja wieder differenzieren und schon hau das gar nicht mehr hin. Hat funktioniert. Julchen Feichen hier, habe ich letztes Mal auch gesagt, sie hat jetzt genau für jede Entwicklung ein Shiny Eboli. Aber die drei normalen kann sie ja nicht beeinflussen. Wenn sie also den Namenstrick schon verwendet hat, bräuchte sie vielleicht mehr. Sie hat die zum Glück aber auf kleineren Accounts noch gehabt, wo der Namenstrick noch nicht verschwendet war. Hat die jetzt explizit direkt so entwickelt. Pyros, Bargi, Rainer, die drei Namen. Wenn ihr die nicht kennt, schreibt es euch auf, merkt euch das. Das sind die Namenstricks, mit denen ihr Flamara, Blitzer und Aquana entwickeln könnt. Jetzt muss ich sie nur noch rübergeben. Und normalen Shinies wird sie hoffentlich haben, wegen C-Day und so. Also ist es auch günstig und hat jetzt auch alle Blumenkranz-Shinies Weiterentwicklungen. Dann, das fand ich richtig schön vom Joshua gestern, eine Frage. Kannst du mir bitte antworten? Da war keine Frage. Denk mal drüber nach. Dann habe ich mit reingenommen vom Julian. Moin Ramses, ist das was für Raider Mittwoch? Ja, dann ist ein 100%, also ein... Es ist ein Hundo, es ist ein Schundo und es ist ein Schlundo, weil es ist ein Shiny Lucky Hundo. Wenn ihr versteht, wenn ihr euch mit diesen komischen Begriffen auskennt, ebenfalls auch von Julian,
ein Shiny Click, ein Shiny Boing, ein Shiny Azurill, ein Shiny Event, ein Shiny Pichu, es ist alles von ihm, das geht ab. Dann aber von Aluhut ein 100% Shiny Tansa. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja, man sniped die ganze Zeit nach 100% Tansas, bis eins Shiny ist. Aber er hat es gebrütet aus einem Ei. Er hat aus einem 5-Kilometer-Ei einfach ein Shiny gebrütet, was schon selten ist, meiner Meinung nach. Und dann auch noch ein 100%iges. Das ist der Schocker der Woche. Nein, noch nicht ganz. Egal. Thomas Speck hier mit aus Wiel, aus Weil, aus Wühl. Wiel, Thomas Speck 100% Algit, Thomas Speck 100% Monozyto, Thomas Speck 100% Demeteros. Ist eigentlich nicht so ein schönes Foto, aber habe ich trotzdem mit rein, weil es ein 100% Demeteros ist und wir zeigen wollten, wie oft Demeteros dran kam als 100er. 100% Läufe, jo, auch noch hier. Gregor, 100% Demeteros auf 3, 9, 7, 2, Berlin, also Level 41. Gregor, 100% Makuhita, Shiny Nidoran, 100% Plusle, Shiny Nidoran. Dann nochmal hier die Familie voll mit männlich, ja, und weiblich 1. Heiko hat auf einem Low Level ein 100% Glücksmarmutel bekommen, hat er direkt gemaxt, also auf Level 40 gezogen. Sollte man machen, ist auf jeden Fall ein nützliches Pokémon. Auch jetzt immer noch gegen Demeteros oder so. Eis ist auf jeden Fall sehr gut. Wie haust du denn jetzt ab? Bis eben hat er hier gesessen und jetzt rennt er einfach raus. Das Marmudel war ihm zu wild. Heutige Ausbeute und das Ändern finde ich am besten beim Jojo nochmal. Ihr seht, 3 Slimer. Alle aus der Spotlight-Stunde, was geht ab mit dir? Spoing, Anton, Anton, Beste, fertig. Brainy, Stendal, Pichu, 100%, noch aus dem Event, plus endlich mal ein männliches 100er bei Julchen hier mit. Ja, sieht das gut aus? Ne, kann man drüber streiten. Das ist aber heftig. Quabbel mit 100%, wohl aus dem Feldforschungsdurchbruch? Hat sie das noch aus dem Forschungsdurchbruch bekommen? 100% Quabbel? Also, das ist heftig, ja. Pet Shop Boy, auch mit einem 100% Demeteros, sogar über Level 41. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Das ist auf Level... Level... 45. Ich weiß es nicht, kann er ja mal sagen, wie viel das war. Kejoga, Feierabend Shiny, noch ein Slimer und noch ein Slimer bei Kejoga und Black Scarwolf, hier ein Shiny Kastatur. Das waren die Highlights. Kastatur, auch sehr seltenes Shiny. Viele brauchen noch Kastatur. Ich habe eine Familie voll, ne? Das waren die Highlights. Jetzt kommen wir zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Jennifer, ne? Die hat nämlich am 14.04. in der Nähe von München, Bayern, Deutschland ein 100% Demeteros gefangen, 28.01 mit Wetterboost. Haben wir schon etliche gehabt, aber sie hat am 14.04. ein zweites bekommen in der Nähe von Muldestausee, Sachsen-Anhalt, Deutschland, 22.41 ohne Wetterboost. Ich meine, ich habe auch am ersten Tag 2 bekommen. Deswegen hat sie einfach noch ein drittes gefangen am 17.04. in der Nähe von Zaragoza, Aragon, Spanien. Auch wieder mit Wetterboost 28.01. 300%ige Demeteros, 2 mit Wetterboost, 1 so. Finde ich auf jeden Fall schon heftig und ist trotzdem ein nützliches Pokémon. Ich würde auf jeden Fall alle 3 auf Level 40 ziehen und eins davon... Das mit dem schönsten Ort meinetwegen auf Level 50. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Das war der Schocker der Woche. Heute Abend wieder die Raid Mania. Heute Abend also die Demeteros Raid Stunde, die ich zur Raid Mania mache, wo meine Freunde mich wieder einladen können. Wir gemeinsam wieder die eine Stunde lang durch Raiden, ihr wieder Raid Mania Punkte verdienen können. Ich noch XL Bonbons sammeln muss. Vielleicht ist sogar noch ein 100er dabei. Das sehen wir dann. Interaktionen auch. Levelaufstiege. Ich freue mich. Und danach heute Abend wieder Raw. Und NR Battle muss ich auch noch streamen. Also der Tag ist noch gefüllt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Beziehungsweise heute Abend im Stream. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.